Ich finde das sehr schön, dass wir hier einmal ganz locker sprechen. Ja, wir haben den angenehmen Anlass, dass wir dieses Buch zum Ausgangspunkt haben, ja, dass er dick genug ist. Und hier ist die Algorithmenwelt der großen fünf, ja, beschrieben, die ja sehr imponierend ist. Das ist ja zunächst einmal so, wie Bert Brecht sich mal eine Rundfunköffentlichkeit vorgestellt hat. Jeder Mensch kann Sender sein. Und das hat sich sehr schnell herausgestellt, dass das als Algorithmus so nicht funktioniert, sondern es sind fünf große, ja, die natürlich die Menschen vereinnahmen. Ja. Und dem steht gegenüber die klassische Öffentlichkeit, die zuletzt von Habermas in Strukturwandel der Öffentlichkeit vor 60 bis 70 Jahren beschrieben worden ist. Und ich wollte mit Ihnen heute hauptsächlich inhaltlich sprechen und Ihren Rat einholen. Sie können ja zwei Sachen machen. Sie können erstens in der EU, ja, und im EU-Parlament sprechen. Sie können aber auch an die einzelnen Länder und zum Beispiel unsere eigene Bundesrepublik auch nach Artikel 5 Grundgedanken, Anforderungen stellen. Ja? Wir sollten also diese Seite nicht vergessen. Denn eine europäische Öffentlichkeit ist schwer festzustellen. Ich kann sie nicht erkennen. Sie ist tatsächlich in einigen Zeitungen, also von der Taz über Freitag bis Manchester Guardian, Le Monde, FAZ, Süddeutsche Zeitung, ist sie immer wieder vorhanden in unserem Land und in Nachbarländern oder der Neuen Zürcher Zeitung, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten. Aber sie funktioniert nicht und sie funktioniert nur medial, ja, und nur von den Hauptstädten her. Das ist alles zu wenig. Und wenn wir mal ganz grundsätzlich eine Wunschliste beide aufstellen, dann wäre das der Sinn unseres Gesprächs, dass ja dann in einer kurzen Form von 10 Minuten integriert wird in diese Veranstaltung in Brüssel, aber unabhängig davon auf unseren Medien und auch bei Herrn Lambi, ja, gezeigt wird und den Anfang bilden soll zu weiteren Sammlungen und Diskussionen, die Lust machen, ja, auf europäische Öffentlichkeit. Und was mich besonders begeistert ist, Sie haben ja einen englischen Vater, glaube ich. Ja? Auch meine Nicht Familie, nur einen englischen Vater, sondern auch noch einen englischen Vater, der Journalist war. Sie. Bei der deutschen Welle auch noch, hier mehr als andere für eine internationale Öffentlichkeit sorgt. Ein Ehemann aus einem anderen europäischen Land, ja, und ein öffentliches Amt in Europa und sind Juristin und Justizministerin gewesen, ja. Und allein, sehen Sie mal, Michael, der Rem Koolhaas hat mal eine sehr schöne Ausstellung über Europa gemacht und hat im Haus der Kunst in München eine riesen Tischebene gebaut von allen Dekreten und juristischen Stoffen, die die EU hervorgebracht hat. Und es erinnerte mich an die römischen Kaiser, die ja Gutachter waren. Ja? In Rom ist man dann Herrscher, wenn man Bürgerkriege verhindert, ja? Streit schlichten kann und Rechtsgutachten machen kann. Und das sammelt dann der Justinian. Ja? Und dann entsteht daraus die erste große europäische Universität Bologna als Rechtsuniversität, gleichzeitig mit Paris. Das sind alles schöne Perspektiven, Zeitperspektiven. Nicht? Und wenn wir das mit ein bisschen Lust versehen könnten, ja, dann wäre das was Positives. Sehr gerne. Also ich habe diesen Themenkomplex, glaube ich, wie Sie es schon angedeutet haben, von sehr vielen verschiedenen Seiten aus betrachtet bisher und glaube allerdings auch, dass wir sehr unterschiedliche Ansätze brauchen, wenn wir die unterschiedlichen Medien betrachten. Also Sie haben jetzt verschiedene ins Spiel gebracht.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach mal mitten reinspringen soll thematisch, was Sie da schon alles so angerissen haben. Also natürlich ist es so, dass wir in Teilen schon eine europäische Öffentlichkeit haben, nämlich genau, was Sie angedeutet haben. Wir haben Menschen, die sich auch sehr interessiert zeigen gegenüber Nachrichten aus anderen europäischen Ländern, gegenüber Nachrichten oder Kultur. Die sehr genau verfolgen, was sich auf der europäischen Ebene tut, die jeden Morgen einmal in die Times gucken, einmal in Le Figaro und einmal in die NZZ, sei es jetzt haptisch oder virtuell. Und das ist aber natürlich eine kleine Elite und deswegen nicht das, was wir als Projekt europäische Öffentlichkeit wollen. Was wir wollen, ist natürlich, dass wir Menschen in der Breite erreichen können. Wir haben auch eine europäische Öffentlichkeit, wenn es in die sozialen Netzwerke geht. Also ich bin ja Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und die haben eine Zuständigkeit, wie sie alle Vizepräsidenten haben, Präsidiumsbeschlüsse mitfassen und Sitzungen leiten. Aber wir haben auch eigene Zuständigkeitsbereiche und ich habe vehement dafür gekämpft, dass ich den Bereich Communication bekommen konnte und ihn auch bekommen habe. Das heißt, ich arbeite sehr, sehr eng mit dem mit der Kommunikation des Europäischen Parlaments zusammen und war selbst unglaublich erstaunt, was die alles für tolle Sachen machen und auch was für eine Reichweite die haben. Eine überparteiliche Kommunikation des Europäischen Parlaments, also der Institution, auch sehr abgestimmt mit der Kommission, mit großen, großen Reichweiten und sehr innovativen Ansätzen. Zum Beispiel haben die im Vorfeld der Europawahl stark zusammengearbeitet mit sogenannten Influencern, also mit Leuten, die aus anderen Bereichen kommen, aus der Kultur, aus dem Sport, aus der Wissenschaft und die dann über ihre Kanäle europäische Botschaften weiterverbreitet haben und auch natürlich zur Wahl aufgerufen haben. Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Arbeit auch dazu beigetragen hat, dass die Wahlbeteiligung so hoch war wie seit 25 Jahren nicht mehr und über 50%, was ja auch schon eine Weile her ist und insbesondere unter den jungen Menschen sehr, sehr hoch war. Also ich glaube, dass wir schon gewisse Ansätze haben, eine europäische Öffentlichkeit zu erreichen. Ich will Ihnen noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich hatte gestern eine Veranstaltung mit jungen Menschen aus ganz Europa von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die sonst immer jährlich auf dem Hambacher Schloss stattfindet, Wiege der Demokratie ein Stück weit auch in Deutschland. Und dort machen wir jedes Jahr solche Veranstaltungen mit der Jugend Europas. Und die haben sich auch über diese Frage europäische Öffentlichkeit sehr intensiv Gedanken gemacht. Das war für die ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die sollten Vorschläge erarbeiten, wie sich Europa weiterentwickeln kann, was Europa noch tun muss, wo es besser werden muss. Und die europäische Öffentlichkeit war ein großer Punkt. Und interessanterweise kamen die zwei Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigt haben, beide auf das Beispiel von Arte zurück, also auf diesen deutsch-französischen öffentlich-rechtlichen Sender, den ich auch sehr gerne schaue. Und der wirklich eine Art im Fernsehbereich, eine Blaupause sein könnte, wo man aus verschiedenen Ländern in verschiedenen Sprachen mehr übereinander erfährt, viel, viel über aktuelle Nachrichten und Politik, aber natürlich auch über vieles andere, über Kultur, über Lebensgewohnheiten, über Geografie, was auch immer. Und das fanden junge Menschen, wo ich gedacht hätte, also Fernsehen, analoges Fernsehen, das ist jetzt irgendwie nicht mehr so, so das, worauf die so abfahren. Aber das fanden die ein Modell, was unbedingt ausgebaut werden sollte. Also ich glaube, dass das ein sehr guter Ansatzpunkt ist. Und wenn man hier die Zusammenarbeit, ja, oder die Durchlässigkeiten ganz klein bisschen fördern könnte. Sehen Sie mal, der Helge Schneider beispielsweise, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten und der so einen bestimmten Mutterwitz verkörpert, so wie Till Eulenspiegel, sagen wir mal. Und der redet anders als ein Akademiker. Und der redet anders als Habermas. Ja? Und wenn er Sloterdijk nachmacht, dann würde er sagen, Schlotterbeck sagt. Ja? Und würde das wunderbar nachahmen können. Und diese Mehrsprachigkeit im eigenen Land, die gibt es auch in Frankreich, der englische Pan, ja,
ist etwas ganz Wunderbares, ja, der also ernste Dinge, ja, auf ernsthafte Weise mit Witz versieht. Ja. Also wir brauchen im Grunde mehr als die offiziöse Sprache der Akademiker, ja, auch mehr als die politische Sprache. Jetzt hatten wir Ich muss ja ein Stück weit widersprechen. Ich finde, Politiker kann man da wirklich nicht über einen Kamm scheren. Wir wollen immer, dass Politiker mehr aus dem Volk kommen und nicht alle so abgehoben sind und so weiter. Wenn sie es dann aber sind und diese Sprache auch sprechen, dann werden sie dafür dann doch wieder kritisiert. Ich will da jetzt gar nicht, wie vielleicht manche jetzt meinen würden, auf die üblichen Verdächtigen eingehen, sondern auf eine Kollegin von mir, die in Aachen gewählt wurde, die Altenpflegerin ist. Und so eine richtige, zupackende Rheinländerin und die auch kein Abitur hat und das Herz auf der Zunge trägt, die kriegt sofort einen tollen Draht zu allen möglichen Menschen. Aber die dann wiederum von den Medien behandelt wird, die nehmen sie teilweise nicht wirklich für voll. Also da müssen dann auch die Medien ein bisschen an sich arbeiten, glaube ich, dass die auch diejenigen, dass die nicht, dass die auch dieses Schubladendenken etwas ablegen. Und jetzt muss ich eine Sekunde abbrechen, weil ich sehe, ich habe mein Netzteil nicht eingesteckt. Und wenn ich das jetzt nicht einstecke, dann gehen sie mir gleich verloren. Das dauert nur eine Sekunde. Nein, das ist falsch, weil dann stöpsel ich nämlich gleichzeitig die Lampe aus. Wir versuchen das jetzt mal weiter so. Mal sehen, wie lange es hält. Haben Sie eingesteckt? Haben Sie eingesteckt jetzt? Nein, weil dann muss ich die Lampe raus. Das wird so gehen. Wir gucken mal. Also, wir sammeln einfach mal wie die Brüder Grimm. Ja, nicht? Die haben die Märchen gesammelt und wir sammeln gute Vorschläge und gute Vorsätze. Ja. Also, wenn Sie jetzt mal nehmen, wenn wir, was wir dringlich brauchen, ist in der Algorithmenwelt, die ja alles vereinfacht, ja, und in öffentliche Verfügungsmacht überführt. Ja? Also im Märchen von Dornröschen gesprochen, das Geschirr reicht nur für 12 weise Frauen im Lande und die 13. Fee wird rausgesetzt, ausgeschlossen. Ja? Und dieses Ausgeschlossene braucht einen Anwalt, einen Gegenalgorithmus. Und in der Kunst, also ich darf mal als Anwalt und Filmemacher gleichzeitig sprechen. Ja, in den Künsten würden wir sagen, diese Verteidigung der 13. Fee, ja, die das Schloss übrigens aus einem tausendjährigen Schlaf dann befreien würde, ja, die fordert einen Garten der Kooperation. Die fordert, dass die Künste und die Wissenschaften, das Poetische, das Plebejische, das Populäre, der Jahrmarkt und das Hochtrapez, ja, miteinander zusammenarbeiten. Wir müssen also Grenzen überwinden, nicht nur sprachlich, ja, zwischen den verschiedenen Ländern, zwischen 26 verschiedenen Sprachen, sondern auch die Mündlichkeit zum Beispiel zulassen, den Dialekt. Also wir haben neulich mal den Hegel vorgetragen in seiner Muttersprache, auf Alemannisch, in der Sprache der Unterstadt von Tübingen, glaube ich. Ja, und das klang hervorragend. Sie verstanden komplexe Texte, die sonst lesen mit Lineal und Anmerkung, ja, nicht? Die verstanden sie emotional. Ja? Der ist, so wie er als Kind gesprochen hat, so dachte der große Gelehrte. Und wenn wir also da mal die Provinzen, die Regionen, ja, und deren Ausdrucksweise, und die ist ja nicht nur sprachlich ein Dialekt, sondern sie denkt auch ein Stück anders als in den Hauptstädten oder den Medien vor allen Dingen gedacht wird. Und wenn wir das durchlässig halten und fördern, dass man da auch dasselbe mehrmals erzählt in verschiedenen Sprachen, dann kommt Witz in die Öffentlichkeit. Ich darf noch einen zweiten Punkt kurz sagen. Wir hatten jetzt in der Quarantäne so eine Menge, so auch wie wir hier sprechen, ja, Fernkommunikationen. Ja? Und die waren zum Teil auch erfindungsreich. Also zum Beispiel die Staatsoper Stuttgart und die Münchner Staatsoper machen jetzt Premiere neuerdings im Netz. Die werden gar nicht erst vor Zuschauern aufgeführt. Und wir würden das Ganze gerne begleiten, indem wir in den Pausen dieser Opern, ja, Minutenopern machen. Ja. Es ist unglaublich angenehm, bei so einem 3,5
also ein Werk von Wagner mit 3,30 Länge, ja, davon eine Minutenversion außerdem zu bekommen. Ja, das kann durchaus erfrischend wirken. Ja, und das heißt, wir können auch neue Formen entwickeln, die die Grenzüberschreitung zwischen verschiedenen Ländern und Zentren und Sprachen und Vorstellungen in Europa, ja, und auch im eigenen Land begünstigen. Ja, das müssen wir alles versuchen zu fördern. Ja, von selbst entsteht es nämlich nicht. Ja, also mit den Algorithmen, da bin ich nicht so sicher, ob ich bei Ihrem Sprachbild da mitgehen will, dass das ist wie die 13. Fee bei Dornröschen. Weil das Problem mit den Algorithmen ist ja, dass die so programmiert werden, dass die Menschen nur noch das sehen, was sie sowieso schon denken, fühlen, was sie also gut finden. Die werden bestätigt in dem, was sie schon finden. Sie meinen ja genau das Gleiche. Sie meinen ja genau das Gleiche. Sie verstehen, ich meine es genauso kritisch wie Sie. Ja? Und da sind breite Flächen, die ausgelassen werden. Ja? Genau, genau. Aber jetzt muss man ja natürlich sagen, ist die Idee einer europäischen Öffentlichkeit gleichbedeutend mit der, dass wir Menschen etwas zeigen wollen, was sie nicht mögen. Und da bin ich nicht sicher. Das würde ich nicht sagen. Nee, also weil als ich noch Justizministerin war und mich mit den digitalen Themen viel befasst habe, habe ich mal die Idee eines Pluralitätsgebotes in den Algorithmen in den Raum gestellt. Da habe ich dafür sehr viel Schelte bekommen, weil es dann hieß, ich wolle wohl so eine Art Rundfunkrat für die digitale Welt einführen. So ganz falsch ist das auch nicht. Also mein Ansatz war damals zu sagen, dieser Algorithmus wird ja programmiert. Und es wäre ein leichtes zu sagen, ja, der verfeinert sich immer weiter und zeigt den Menschen immer mehr das, was sie ohnehin sehen wollen. Aber man kann sehr einfach da zum Beispiel einen Anteil von 10% reinprogrammieren, der ihnen was ganz anderes zeigt. Das kann sein das Gegenteil von dem, was sie sonst sehen. Also ich nehme jetzt mal Corona-Leugner, die sich alles Verfügbare anschauen, was diese Verschwörungstheorien bedient. Dass die dann aber eben auch in ungefähr jedem 10. Beitrag auch mal einen Artikel bekommen, der sagt, Corona gibt es sehr wohl und das ist ziemlich gefährlich. Das zwingt ja niemanden, die zu lesen. Im Grunde genommen ist das, wie wenn man am Kiosk vorbeigeht und man sieht die ersten Seiten, die Titelseiten von 10 Zeitschriften und da stehen unterschiedliche Dinge drauf und dann kann ich sagen, die will ich jetzt näher, die kaufe ich, die will ich lesen. Und die andere will ich eben auch nicht lesen, weil ich damit nicht übereinstimme. Aber dass man zumindest das Angebot bekommt. Ob man das dann ausdehnt auf, wir zeigen dir, der du dich für Kultur überhaupt nicht interessierst, jetzt mal 3 Minuten Wagner, könnte man auch machen. Aber uns geht es ja jetzt, glaube ich, heute vor allen Dingen um diese europäische Idee. Und da ist eben... da ist eben die Frage, ob man solche Inhalte vorgeben kann. Da wäre ich eher ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, das muss man schon eher in Angebotsformat machen. Und ich glaube auch, dass das möglich ist. Also ich glaube, dass wir die digitale Welt nutzen können, um den Horizont zu erweitern. Das heißt ja nicht umsonst World Wide Web. Das ist ein weltumspannendes Netz, das quasi von Natur aus nicht auf Nationales ausgerichtet ist. Natürlich haben wir die Sprachbarrieren, das ist klar. Aber da kann man jetzt schon, und ich würde darauf tippen, in 5 Jahren noch viel mehr alles mit automatischer Übersetzung machen. Das wird in 5 Jahren wahrscheinlich gar kein Problem mehr sein, dass man einfach sagt, ich möchte das, was der Herr Kluge jetzt gerade erzählt, möchte ich bitte im Untertitel auf Italienisch sehen oder hören. Dann wird das wahrscheinlich automatisiert übersetzt werden. Das geht ja jetzt schon, wenn man selber das persönlich trainiert, ne? Also ich glaube, diese Sprachenproblematik werden wir überwinden können.
Und die Frage, was für Inhalte können wir transportieren, das wird immer ein Stück weit von der Nachfrage abhängig sein. Ich glaube, das können wir am Ende des Tages nicht ganz überwinden. Wir werden daraus keine Zwangsbeglückung machen können und vielleicht sollten wir das auch nicht. Also wir sind uns da bis zum letzten Wort, was Sie gesagt haben, einig. Verstehen Sie? Ein Herzen, eine Seele. Ja? Ich darf mal einen Moment auf dieses Buch hier zurückkommen. Ja? Da gibt es ein ganzes Kapitel, der eine heißt sich im Denken orientieren. Da ist aber nicht nur das Denken gemeint, ja? Sondern auch die Haut hat eine Meinung. Ja? Das Zwerchfell gibt es, das will lachen. Ja? Und wenn autoritär gesagt wird, du darfst nicht, ja? Dann wird es gerade dagegen handeln. Die Augen sind selbstverständlich, die Ohren haben ein eigenes Gesetz. Also sagen wir mal, der ganze Mensch ist eigentlich ein kleiner rebellisches Kind, ja, nicht aufgewachsen und erwachsen geworden ist. Und von daher teile ich Ihre Meinung vollkommen. Ich würde sogar also sagen, ich verstehe das, was Sie mit Nachfrage meinen, das, was Menschen wirklich brauchen, ja, als Lebensmittel ihrer Gefühle. Ja, nicht? Das ist das, womit die Öffentlichkeit arbeitet. Und hier in diesem Buch ist dann der Strukturwandel der Öffentlichkeit, heißt ein ganzer großer Abschnitt. Und das geht zurück auf Gedanken von Habermas. Ja? Und wenn wir mal einen Moment diese Funktion der Öffentlichkeit, was das eigentlich ist. Ja? In der Französischen Revolution haben sie eine Pariser Öffentlichkeit und die kümmert sich nicht um die Provinzen. Ja. Das ist heute noch so, ob Sie es glauben oder nicht. Es ist so, Sie haben meinetwegen die Schwäbische Alb, ja, die ist übrigens reich an Erfindern. Ja. In der Gegend um Schweinfurt, ja, sind mehr Start-ups, ja, und Patente versammelt als unsere Hauptstadt. Das heißt, wir wissen, dass das Land eigentlich sehr verteilt reagiert, ja, und sehr vielfältig alles ist in allen Ländern. Ja. Und jetzt, wenn ich da davon ausgehe, dann gibt es zwei große Bereiche der Erfahrung. Das eine ist die Arbeitswelt und das andere ist die Intimwelt, in der ich lebe, also die Lebenswelt. Und dann gibt es noch alles mögliche andere, aber die sind die beiden ganz großen Zeitmassen, in denen Menschen ihre Erfahrungen machen. Und wenn Menschen Erfahrungen machen, das macht nicht jeder Mensch, dann ändert sich diese Erfahrung zum Selbstbewusstsein hin, positiv, wenn ich sie austauschen kann, wenn ich meine Erfahrung in Dialog verwandle mit anderen Menschen. Ja, das ist das eigentlich, was eine Öffentlichkeit bewirkt. Ja, dann entsteht ein Zuwachs an Selbstbewusstsein. Ja, und wenn ich die Öffentlichkeit gar nicht habe, entsteht ein Zuwachs an Ressentiment. Ich sage nur, was Habermas sagt, ja, und was hier in diesem Buch steht. Und diese große Masse an Erfahrung, ja, die jeder Mensch besitzt, mit und ohne Richard Wagner, da haben Sie vollkommen recht, ja, aber obwohl Kinderlieder was sehr Schönes sind, ja, und die Mündlichkeit der Kinderzeit, die spielt eine Rolle für das Unterscheidungsvermögen, welchen Tönen ich vertrauen kann. Also gewissermaßen, die Öffentlichkeit ist im Grunde ein Abbild dessen, was Menschen in ihrem Leben machen, ja, nicht? Und der Algorithmus ist davon wiederum eine Abstraktion. Ja? Und ich rede nicht gegen den Algorithmus, ja? Sondern ich rede dafür, dass man, wo ein Algorithmus ist, den Gegenalgorithmus ebenfalls produziert. Und manchmal muss man ihn anbieten und zeigen, damit andere Leute Mut fassen und das aufnehmen. Ja, wie gesagt, das ist ja im Grunde genommen dieses Pluralitätsgebot auf eine andere Ebene bezogen. Da bin ich natürlich da. Ja, und auch, also ich hatte es eben mehr auf einzelne Meinungen bezogen, dass man auch die Gegenrede hören muss. Und Sie beziehen es mehr auf die Erlebniswelten, dass man auch mal Einblick in eine andere Erlebniswelt bekommt. Wobei die Trennung zwischen Arbeitswelt und privater Welt ja immer mehr verschwimmt. Also das merken wir jetzt in Corona-Zeiten ständig. Wir arbeiten im Moment fast alle von zu Hause, aber das ist ja für viele ohnehin also je nach Tätigkeit, aber auch nach familiärer Struktur, es ist ja
bei vielen schon etwas, was sich nicht mehr trennen lässt und was vielleicht auch ganz gut ist. Bei einer anderen Veranstaltung, die ich diese Woche hatte zu digitalen Themen, war ein amerikanischer Professor, der sagte, das sei auch ein relativ deutsches Phänomen, diese so strikte Abgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben, dass das etwas ist, was in den USA viel weniger so gesehen wird, von Corona mal ganz abgesehen. Aber also wir haben ja auch viel stärker als früher zwei Elemente der Öffentlichkeit. Wir hatten früher, wenn es um Öffentlichkeit ging, eigentlich immer nur das Empfangen. Und wir haben ja seit den digitalen Möglichkeiten, Sie sprachen auf Brecht an, haben wir ja das Senden viel mehr, die Natur des Menschen auch gerne etwas zu senden, der haben wir jetzt Möglichkeiten geboten, die findet jetzt Raum. Und das ist, glaube ich, auch einer der fundamentalen Unterschiede, die wir auch nutzen sollten im Sinne so einer europäischen Öffentlichkeit, weil wir dadurch das, was Sie beschrieben, diese kleinen, ich meine jetzt, wir können uns jetzt zuschalten, ich wohne in einem 6.500, 7.500 inzwischen Einwohnerdorf. Da kann ich jetzt raussenden, was da passiert. Und das ist gleichwertig wie mit jemandem, der in Berlin sitzt und erzählt, was in Berlin passiert. Das wäre ja früher gar nicht denkbar gewesen, dass das überhaupt auf derselben Ebene ankommt. Ja, wenn Hans-Josef Orthal bei der Moselreise den kleinen Ort, wo ich wohne, sogar erwähnt hat, aber lassen und bei uns eine Lesung gehalten hat. Aber das war eine große Ausnahme. Also diese Möglichkeit, die wir jetzt haben, auch zu senden, ich glaube, das ist etwas, was wir noch viel stärker nutzen müssen, um diese europäische Verständigung auch zu verstärken. Denn es geht nicht nur um Politiker, das haben Sie ja richtig gesagt. Wir wollen nicht nur Politiker hören und auch nicht nur Journalisten und auch nicht nur Wissenschaftler, sondern wir wollen auch normale Menschen wahrnehmen, wie normale Menschen in Rumänien oder in Finnland oder auf Zypern sind. Und dafür haben wir jetzt die Möglichkeiten. Das sollten wir wirklich nutzen. Ich möchte gerne Sie gewinnen, ja, dass wir so ein Gespräch fortsetzen, dass auch andere, die uns hier zusehen, ja, diese Fragen fortsetzen. Und so eine Bahnung, ja, der Gedanken. Die zeigt erstmal, können wir gleich festhalten dafür, dass eine ganze Menge von neuen Elementen da sind, die es vor 30 Jahren gar nicht gab, die gar nicht vorstellbar wären. Ja? Ich habe gestern ein Gespräch gemacht mit einer Teilnehmerin aus Neuseeland, einem Teilnehmer in New York, ja, einen in Rom und einen in München. Das ist nun schon was. Das hätte ich mir als Halberstädter, als Provinzler nie vorgestellt. Ja, da endet es beim Telefonnetz Magdeburg. Ja, und das ist schon sehr weit. Und jetzt nochmal, wenn Sie dieses eine, was Sie eben nannten, dass man mit dem Fremden umgehen kann, dass man nicht so verschockt, ja, dass man mit Grenzüberschreitung umgehen kann, dass man auch, wenn ein fremdes Lebewesen wie das Virus kommt, so eine Art Alien vom selben Planeten, ja, das war ja auf uns gar nicht vorbereitet. Das kommt aus einer Tiersorte, aus einer Evolution von vielen Millionen Jahren, ja, und muss sich erstmal an unsere Lücke gewöhnen. Also wirklich, also auf eine verblüffende Weise, ja. Und sowas alles zu verstehen und zu akzeptieren und da auch praktisch aus Lust Toleranz zu üben, weil man neugierig ist. Ja, nicht? Das ist auch eine gute Waffe gegen Corona-Leugner. Ja? Und sehen Sie, die Frau Mölling, das ist eine führende Virologin in Zürich, ja? Die hat mir erzählt, dass es in unserem Genom ein Virus namens Phönix gibt. Das ist seinerzeit zu uns übergelaufen. Ja? Vor 5 Millionen Jahren ist das übergelaufen in unser Genom und verteidigt uns gegen Krankheiten und andere Viren und Bazillen von vor 5 Millionen Jahren, die es längst nicht mehr gibt. Dieser Traumtänzer in uns, ja, den kann man isolieren und der sitzt jetzt in einem Kaninchen in New York, ja, und existiert. Das ist vielleicht ein Freund und Helfer, das ist vielleicht ein Schutzengel, nur können wir mit ihm nicht sprechen. Ja, wenn Sie so etwas, könnten wir mit ihm sprechen, könnte der eine allgemeine Immunität ausrufen und bewirken. Ja, ich sage nochmal, sowas haben wir wie so einen Hugenotten, der nach Preußen kommt. Ja,
und einen der besten Kameralisten oder Generale ausmacht, ja, und dann gegen Napoleon Preußen führt, ja, das gibt es doch auch als Überläufer, ja, nicht? Und so gibt es hier sozusagen Wechselwirkungen, also selbst bei dem Virus, ja, die interessant auch dargestellt werden können, vorausgesetzt, dass eine Wissenschaftlerin wie Karen Mölling zusammen mit ihrer poetischen Begabung auf dem Gebiet der Wissenschaft, ja, zusammenarbeitet, meinetwegen mit Anselm Kiefer, der uns so etwas malt, zusammen mit Helge Schneider, der uns das überhaupt populär ausdrücken kann in Mühlheimer Thekensprache. Ja. Und dieses Konzert, das noch, ich habe jetzt nur in der eigenen Sprache geredet, ja, das können Sie natürlich zwischen Bretagne, Paris, zwischen Normandie und Südfrankreich nochmal intensivieren. Da sind Sie nur bei zwei Ländern. Also wir hätten hier ein richtiges, die Elemente hätten wir vor der Hand, vor unseren Augen. Ja? Und wenn wir sie zusammenfügen könnten, das ist das Ziel, wo ich sie gewinnen würde gerne, ja, und auch Ihren Rat eben gerne dauerhaft hätte. Wie können wir da, diesen Wirbel von Verschiedenheiten, ja, diese Sprachen, die beim Turm von Babylon, ja, verschieden waren und da haben sich die Leute noch vertragen. Dann kam eine Einheitssprache drauf und da gab es die Sprachverwirrung. Und das ist so ähnlich, wie wir heute im Grunde ein Problem sehen. Nicht? So habe ich Sie auch vorhin verstanden, ja, als Sie das Plädoyer machten für die Ausnahme von der die Selbstregulation in der Öffentlichkeit. Die Hauptsache ist, ja, und dass also Menschen ihren Ausdruck selber wählen werden immer. Da sind wir ganz einer Meinung. Dennoch gibt es Straßen oder Hindernisse. Ja? Und Hindernisse können wir beseitigen und Straßen können wir bauen. Das Gute ist eben wirklich, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, da möchte ich nochmal insistieren, dass wir Öffentlichkeit jetzt schaffen können, nicht nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen, also nicht nur für Journalisten, nicht nur für Politiker, nicht nur für diejenigen, die Zugänge haben oder die gerade etwas sagen, was von denjenigen, durch deren Trichter das muss, für gut und richtig erachtet wird. Das bleibt nach wie vor sehr, sehr wichtig. Ich bin ein großer Fan von Qualitätsmedien, sogenannten. Wie gesagt, mein Vater hat sein gesamtes Berufsleben bei der Deutschen Welle verbracht. Ich bin hoch dankbar für unsere guten deutschen, vor allen Dingen auch die öffentlich-rechtlichen Medien. Aber dass man daneben auch Medien hat, wo jeder und jede sich ausdrücken können, das bringt natürlich Risiken mit sich. Das bringt mit sich, dass auch Corona-Verschwörungstheoretiker, Holocaust-Leugner, Kannibalen und sonst welche verdrehten Persönlichkeiten jetzt merken, sie sind nicht allein, sich auch Gleichgesinnte suchen und diesen Teil ihrer Persönlichkeit, der sonst vielleicht durch so eine soziale Kontrolle eher etwas in Schach gehalten worden wäre, das jetzt ausleben. Das ist natürlich der Nachteil dieser Marktplatzöffentlichkeit, die sozialen Netzwerke sind. Und gerade wir in der politischen Szene erleben das natürlich. Also wir bekommen ein Ausmaß an Hass und auch Lügen und Gewaltandrohungen zu spüren, das wäre ja früher überhaupt nicht denkbar gewesen. Aber eben diese andere Komponente, dass man zum Beispiel in der Sahara sitzen kann, eine App entwickeln kann und damit Millionär werden kann. Das ist jetzt gar nicht mehr so utopisch, wie sich das anhört oder wie es früher war, es ja völlig illusorisch. Aber eben auch, dass ich mit einem komponierten Musikstück bekannt werden kann und Erfolg haben kann, ohne dass mich irgendein Label entdeckt und verpflichtet. Dass ich aufklären kann über Essstörungen, über Diskriminierungserfahrungen, über weit verbreitete Irrtum. Es ist eigentlich egal, dass ich mein Anliegen transportieren kann. Das ist ein, finde ich, ein großes Geschenk. Und
wie gesagt, das im Sinne einer europäischen Öffentlichkeit nutzbar zu machen, das wird unsere große Herausforderung sein. Da sind wir noch nicht, noch lange nicht. Wir versuchen, so etwas zu verstärken, auch von Seiten des Parlaments, indem wir zum Beispiel große Jugendevents machen. Es gibt das European Youth Event. Da kommen normalerweise 3000 junge Leute nach Straßburg. Das konnten wir natürlich dieses Jahr auch nicht machen. Aber wir haben das dann virtuell gemacht. Da konnten noch viel mehr kommen und konnten miteinander diskutieren, konnten sich einfühlen in die Erlebniswelt von anderen Menschen, die ja nun mal bei jungen Leuten auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Ob ich auf dem Dorf in Rumänien lebe oder in Stockholm oder an der Algarve oder wo auch immer. Also diese Begegnungsräume zu nutzen, um auch ganz normale Menschen in Europa miteinander zu verbinden und deren Erlebniswelten, deren Öffentlichkeiten, wie Sie es genannt haben, miteinander zu verknüpfen. Das ist die große Herausforderung und die große Chance, finde ich. Also ich finde, das alles kann ich alles mit sofort unterschreiben. Ich würde Ihnen gerne mal einen Film ganz kurz vorführen, so einen Minutenfilm, ja, von wenigen Minuten. Ja. Da geht es um die Fragen der Grenzen. Ja, das ist nur eine Frage in Europa. Aber es ist ja so, dass die Ungarn, die 1956 dieses Stück Boden da, ja, aus Ungarn raus bei ihrer Flucht vor der Roten Armee begangen haben, ja, die sind noch ganz in meiner Erinnerung. Und wenig später sind unsere Leute da aus der DDR, ja, über die ungarische Grenze geflohen, ja. Und jetzt plötzlich wird so etwas gesperrt. Ja, und so etwas ist zum Beispiel ein einfaches Beispiel, wie man sozusagen die Frage der Grenzsetzung, ja, von Frontex bis zu der gefühlsmäßigen Ablehnung des Fremden, ja, also von etwas Institutionellem, was durchaus verständig ist, zu etwas, was nicht verständlich ist. Wie kann man hier an der Widerstandslinie entlang sich ausdrücken. Ja, das ist für den Didi Huberman in Frankreich ein Film gewesen, ja, zu seiner Ehre, ja, nicht? Man könnte jetzt, das ist nicht ein Beispiel für das, was man jetzt hier braucht, nur ein Beispiel, wie man über europäische Fragen, ja, vorneweg die Frage, wie macht man Lust auf Europa? Thank you.
Das ist kein Film, der von einem Einzelnen gemacht ist hier, ja, sondern da sind verschiedene, die tätig sind. Und wenn Sie sehen, der Aeneas oder meinetwegen die Einwanderer von 1848, die dabei in New York da auf dem letzten Bild da anreisen, das ist auf einer sogenannten Elefantenhaut von Anselm Kiefer gebaut, ja. Und es ist unauffällig, ja. Also es ist so, dass hier Künstler dran mitarbeiten, ja, stört nicht und tritt nicht hervor, ja. Dass hier Sie immer drei Bilder haben, die miteinander reden quasi, ja, in der Montage und nicht eins nach dem anderen, ja. Das sind alles Formen, die nicht üblich sind, ja. Sie sind aber auch nicht lästig, ja. Und wir können im Grunde, das ist sozusagen, Sie können in der klassischen Öffentlichkeit, ja, Sie können es nicht in einem Medium machen, ja, aber weil es ja anders organisiert ist. Und sowas, was sofort abwehrt. Ja? Aber Sie können es zum Beispiel im Opernhaus machen, ja, in der Pause. Ja? In der Oper können Sie es wieder nicht machen. Ja? Und wenn wir in den Lücken unserer Öffentlichkeiten immer wieder was aufstellen, ja, kriegen wir nach einiger Zeit eine Menge europäischer Erfahrung zusammen. Ja? Das ist überhaupt, ja. Und wenn wir dabei sozusagen das Interesse zum Beispiel einer Vizepräsidentin hätten, ja, die ja nicht, die kann ja auch außerhalb des Parlaments hier zur Bundesrepublik sagen, wir brauchen mehr europäische Kommunikation. Wir brauchen mehr Zeitperspektiven. Sehen Sie, seit der Renaissance kennen wir die Raumperspektive, ja, und können ja damit an sich ganz gut umgehen. Ja, aber die Zeitperspektiven sind eigentlich eher selten. Dass der Aeneas da aus Troja flüchtet, ja, nicht? Das wäre ja eine getrennte Fakultät, das ist ja Gymnasium, das ist ja etwas, was man gar nicht nimmt. Aber dass der Führer der trojanischen Nachhut seinen Vater auf dem Rücken trägt, ja, und dann losmarschiert, ja, und ihn rettet, die Familie rettet und so, ja, das ist etwas, was man auch in der Gegenwart noch erzählen kann, wenn es um Grenzüberschreitung geht. Ja? Nicht? Also ich will jetzt bloß mal sagen, wir haben im Grunde etwas ganz Schwieriges vor uns. Wir können Öffentlichkeit interessant machen durch Vertiefung. Wenn wir alles auf 1,30 machen, kürzen. Also ich sitze vor Spiegel Online und gucke, ein Beitrag, der ist schon auf mich gemünzt, ja, auf mein Interesse, das eingeschätzt wird als ein Interesse von einer Minute und 30 Sekunden. Dann bin ich schon unruhig, weil ich das Übrige alles versäume. Und das nennt man Seelengeiz. Und damit kann ich überhaupt gar nichts wahrnehmen und kann ich auch nicht mein Interesse behalten. Ja? Ich bin also auch nicht immunisierbar gegen Falschmeldungen so leicht. Ja? Denn ich müsste ja Lust haben, eine Falschmeldung zu erkennen, Lust haben, dagegen vorzugehen, Anwalt zu werden einer besseren Öffentlichkeit. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, man könnte durch gründliches Erzählen, durch Verbindung, durch Zeitperspektiven, durch emotionale Perspektiven, ja, dadurch, dass wir auch zwischen Denken und Fühlen die Unterschiede ja nicht verdichten, sondern durchlässig machen. Sie haben mehrmals das Wort Durchlässigkeit vorhin gesagt. Ja? Und dass sich auch die Dinge, dass sich Arbeit und die Teamwelt annähern, ja? Das ist ja etwas Positives. Und macht diese Dinge durchlässig, durchlässig, wie unsere Zellen arbeiten. Ja? Die herauslassen und reinholen. Die haben ja keine Grenzen. Ich muss ein bisschen gucken. Ich habe 5% auf meinem Akku, deswegen muss ich jetzt unbedingt noch schnell was loswerden, nämlich, dass wir natürlich einem Problem begegnen und das ist ganz akut, wenn wir eine nationale Bewegung haben, die einer europäischen Öffentlichkeit entgegenwirkt. Und das ist das, was wir leider in Europa jetzt ganz, ganz stark erleben. Denn wir erleben, dass wir den Nationalismus in vielen Ländern nicht mehr nur erstarken sehen wie bei uns, sondern in der Regierung haben, zum Teil mit absoluten Mehrheiten, und die ihre eigene Geschichte von Europa erzählen. Und das ist das eine, die haben ihre eigene Erzählung. Das zweite ist aber auch, dass die
dass dort immer populärer wird, die Medienlandschaft zu beherrschen. Also sie bringen ihre nationalistische Geschichte nicht als eine von vielen ein, sondern sorgen auch noch dafür, dass alle anderen Geschichten unterdrückt werden. Und das ist am schlimmsten in Ungarn der Fall, wo ja inzwischen bis auf sehr, sehr wenige kleine Privatsender und verschwindend wenige Printorgane alles in einer Pro-Fidesz-Stiftung ja, einverleibt worden ist. Aber wir sehen ähnliche Bestrebungen auch in Ländern wie beispielsweise Bulgarien, wo wir auch so ein oligarchisches Presse, so eine oligarchische Pressekontrolle mittlerweile haben. Und das ist die zweite Säule, die mir große Probleme macht, neben der Frage, wie bekommen wir überhaupt eine europäische Erzählung erstmal gesendet, bekommen wir jetzt eben Konkurrenz und eine sehr aggressive Konkurrenz durch Nationalstaaten, die diese europäische Geschichte nicht nur selber nicht hören wollen, sondern ihren Bevölkerungen vorenthalten wollen, die sie verfälschen, die aktiv auch Unwahrheiten über die Europäische Union erzählen. Das hatten wir auch ein bisschen beim Brexit. Ne? Boris Johnson hat sich da ja auch eine Zeit lang einen Spaß draus gemacht, als er noch jünger war und selber Journalist. Aber jetzt geht das von Regierungsparteien und Regierungschefs aus. Das macht mir gewaltige Sorgen. Denn das ist ein sehr machtvolles Narrativ, der Nationalismus. Da spielt meistens auch noch so ein Opfernarrativ rein. Alle sind gegen uns und nur die Rückbesinnung auf unsere nationale Identität kann es überhaupt retten. Auch das ist eine große Gefahr für die europäische Identität, für ehrlich gesagt für das Weiterbestehen der Europäischen Union. So sehe ich das jedenfalls derzeit. Ich finde das sehr stark, was Sie sagen. Und das muss sich doch jetzt lohnen, dass wir so viel wie möglich gegen Narrationen, das Wort Narration ist der Hauptpunkt für mich. Ja? Nicht, man muss sozusagen jetzt, man kann durch Verbote, glaube ich, nicht dagegen angehen, ja? Sondern man muss es interessanter erzählen, und das kann man nur machen mit mehr Substanz, mit mehr Vertiefung. Wenn man diesen Brunnen wirklich besteigt, ja, also in die Tiefe geht der Erzählung, ja. Und das ist etwas, dafür brauchen wir Orte. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier haben, ich nehme ein entlegenes Beispiel, scheinbar entlegenes Beispiel. Der Erste Weltkrieg 1914 enthält eine Menge Erfahrung. Und diese Erfahrung ist durch Nationalismus nach 1918 auf allen Seiten, ja, verschüttet worden. Ist dann durch 1945 beendet worden als Thema, sodass meine Kinder gar nicht verstehen, was man darüber redet, wenn man so ein Buch wie Die Schlafwandler, ja, in den Raum stellt. Und jetzt hat ist ein Franzose begraben worden, ein französischer Soldat und Dichter von 1914 im Pantheon, ja, wo auch Voltaire schon liegt und wo, glaube ich, sozusagen die großen Franzosen hinkommen. Ja. Und also Kiefer hat dazu sehr schöne große Bilder gemacht, da hat er ein Jahr lang dran gearbeitet, ja, dieses zu berufen. So etwas ist eine kleine Öffnung in Paris. Und wenn wir jetzt in Berlin darauf antworten würden, ja, würde man gemeinsam jetzt etwas spiegeln können, ja, dass nämlich zum Beispiel die aggressiven Nationalismen, ja, die jetzt in Ungarn sind, ja, die gibt es auch schon, die haben schon 1914 bewirkt und haben schon mal bewirkt, dass unser frühes Jahrhundert entgleist ist. Sehr früh entgleist ist. Ja, und wenn ich zum Beispiel die Erfahrungen von 1912 oder 1914 oder 1918 wiederberufen kann und testen kann an denen von 2020, dann wird eventuell mehr Interessantheit, mehr Substanz damit verbunden sein. Die Grundelemente, dass Menschen einander lieben, ja, leben wollen, etwas arbeiten, Lebensläufe verbringen, das bleibt ja gleich.
Ich wollte noch eine Sache ergänzen, weil Herr Kluge jetzt Frankreich erwähnt hat. Wir müssen uns ja auch darüber klar sein, dass wir auch nicht so etwas wie eine europäische Geschichtsschreibung haben. Also es ist mal der Versuch gemacht worden, ein europäisches Geschichtsbuch zu schreiben. Das wäre schon bei der kurzen Anekdote sehr schwierig. Wir haben ganz unterschiedliche Erfahrungen, natürlich, weil wir auf unterschiedlichen Seiten, auch in unterschiedlichen Kriegen gestanden haben. Aber die Franzosen bezeichnen ja als La Grande Guerre den großen Krieg, den Ersten Weltkrieg und nicht den Zweiten. Während wenn man bei uns vom Weltkrieg spricht, alle eigentlich die Grauen des Zweiten Weltkrieges vor Augen haben mit all den unfassbaren, furchtbaren Dingen der Shoah und vielen weiteren Verbrechen, die da passiert sind. Also schon da beginnt es, was wollen wir eigentlich senden, wenn wir etwas Europäisches senden wollen? Also das wäre eine Frage, die man nochmal gesondert betrachten muss. Da heißt etwas Europäisches senden, die vielen kleinen Facetten senden, die uns alle ausmachen. Sie hatten erwähnt, die Schwäbische Alb. Würde das dann eine Art Mosaik sein? Oder sollten wir schon versuchen, so etwas wie ein europäisches Bild zu zeichnen, was unglaublich schwierig ist, weil wir uns gar nicht auf eins einigen können? Aber die zweite Sache, da will ich dann noch kurz bei Ungarn, das jetzt wieder zu Ende geht, hier mit meinem, muss ein bisschen gucken, ob das sich jetzt aufbraucht oder ob ich mehr verbrauche, als ich einspeise. Der zweite Punkt Ungarn. Ich bin von den Regierungen in Polen und Ungarn wissentlich falsch zitiert worden. Mir ist ein ganz übles Zitat zugeschrieben worden. Und vorgestern hat ein polnischer Kollege gesagt, ich sei jetzt in Polen ein Superstar. Das hat er natürlich etwas ironisch gemeint, aber mir wird immer wieder bestätigt, in Polen werde ich jetzt jeden Tag in den Medien als quasi Prototyp der Nazi-Deutschen durch die Medien gejagt. Und in Polen, in Ungarn habe ich mich im Fernsehen wiedergefunden an der Seite von George Soros und unmittelbar unter Adolf Hitler. Also das sind natürlich Dinge, wo ich gerne eine Gegenerzählung hätte. Das ist aber ja nicht beschränkt auf europäische Kontexte. Das ist etwas, was in Ungarn allen Oppositionellen passiert, die total verzerrt, wenn überhaupt, wiedergegeben werden. Das passiert auch außerhalb Europas. Also die Möglichkeit als Opfer einer autoritären Handhabung von Medien sich wehren zu können, ist etwas, was glaube ich, unabhängig von Ebenen, von staatlichen und regionalen Ebenen gesehen werden muss. Es ist etwas, was generell ermöglicht werden muss. Inhaltlich allerdings wäre ich natürlich sehr dankbar, wenn es nicht um meine Person geht, sondern um den Inhalt. Nämlich, was ist eigentlich Rechtsstaatlichkeit? Da versuchen die Regierungen in Polen und Ungarn ein neues Narrativ aufzubauen, nämlich Rechtsstaatlichkeit ist unterschiedlich zu definieren, je nach Geschichte eines Landes, je nach Kultur, je nach Struktur der einzelnen Mitgliedstaaten. Und die dann eben sagen, naja, Minderheitenschutz, das mag man abstrakt irgendwo hinstellen, aber für uns heißt das noch lange nicht, dass wir nicht an unsere Restaurants draufschreiben dürfen, Homosexuelle sind hier unerwünscht. Also dagegen, inhaltlich dagegen, eine europäische Erzählung zu setzen, die es in diesem Fall natürlich gibt. Denn Rechtsstaatlichkeit interpretieren kann nur einer, und das ist der Europäische Gerichtshof, letztverbindlich. Das wäre wirklich von einem großen Interesse. Wir versuchen das im Europäischen Parlament, in der Kommission, mit den sozialen Netzwerken, die wir haben, mit dem Nachteil, dass soziale Netzwerke nur bei denen ankommen, die
das sehen wollen, die da entweder draufklicken oder denen das durch die Algorithmen eben eingespielt wird, weil Facebook, Twitter, Instagram glauben, dass sie das lesen wollen. Also an dem Punkt müssen wir wirklich noch deutlich weiterarbeiten. Warte, der Sigmund Freud hat gesagt, jede Analyse und jede gute Arbeit geht an der Widerstandslinie entlang, wo die Sachen am schwierigsten sind. Ja, also wenn es darum geht, um das Baskenland, ja, wenn es um diese Fragen geht, die Sie jetzt hier gerade in Polen zitieren, ja, und in Ungarn, ja, dann müssen wir das auf die Hörner nehmen und alle Narrationen darauf wenden. Wenn es Unrecht gibt, gibt es auch Anwälte. Ja? Wenn es Unwahrheiten gibt, gibt es auch Anwälte, die sozusagen hier wie gute Kärmer, ja, auf eine Weise, die kleiner ist als eine ganze, als eine Redaktion, ja, hier die Gegenkräfte aufbauen, ja, so ähnlich wie es doch sozusagen gegen Ansteckung, ja, eben die Antikörper gibt, ja, und wenn wir das irgendwie zustande brächten, ja, in europäischen, aber vor allem auch in den nationalen Öffentlichkeiten. Ja, wir können in den nationalen Öffentlichkeiten Beispiele entwickeln, ja, die dann hinterher europäisch sich auswirken. Ich fand eine sehr, wir haben ja eine ganze Stunde Ihrer Zeit hier jetzt verbraten, ja, und ich finde das sehr generös von Ihnen, ja, weil ich Ihren Zeitplan mir ungefähr vorstellen kann. Aber ich weiß nicht, was ich mir vorstellen kann. Der Anfang ist ja von etwas, einer Sammlung, ja, nicht? Bei der wir Ihnen zuarbeiten, und wir haben aber den Eindruck auch, dass Sie ebenfalls an diesem Konzept sehr starke Licht, also Scheinwerfer setzen. Ja? Wenn ich da was beitragen kann, dann tue ich das gerne. Ob das immer in einstündigen Gesprächen passieren kann, weiß ich nicht. Aber vielleicht finden wir ja auch es gibt die Schriftform und es gibt die Mitarbeiter. Aber es ist einmal ein Anfang gesetzt. Ja? Genau. Und ich möchte mich sehr bedanken. Ja? Ich danke auch und wünsche dem Projekt, wenn man es so nennen kann, einen guten Fortgang und einen erfolgreichen Abschluss, wenn es den denn irgendwann überhaupt gibt. Den muss es gar nicht geben. Das ist ein endlich sich fortsetzendes Projekt. Ja.